Meine Damen und Herren, wunderschönen guten Nachmittag. Live auf Twitch sind wir unterwegs an einem langen, langen Sonntag. Wir zeichnen auf für YouTube. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir haben noch ein Stündchen Spielen vor uns. Und zu Beginn, vor einer Stunde, hatte ich eine Kanalwette starten lassen. Im Chat, da ging es darum, wie viele Städte haben wir am Ende des heutigen Streams. Also nicht des Gesamtstreams, wir machen nachher noch mit Railway Empire 2 weiter, aber so in einem ungefähr einem Stündchen. Zu Spielstart hatten wir 5 Städte und mittlerweile haben wir 7. Oh. Noch kein großer Unterschied. Hatte ich nicht großgetönt. Es wären mindestens 11. Mal gucken, was noch passiert hier. Mit dem Kollegen. Einmal ins Wasser und die andere Seite wieder rüber. Das ist ein Siedler. Oh, entsteht ja doch bald eine weitere Stadt. Wir wollten hier siedeln oder dort und hatten gesagt, damit die Gallier. Ja, schon minus 9. Könnte schwierig sein, die Stadt zu halten. Sollen wir es trotzdem machen? Wenn. Oder sollen wir erst die hier vorne bauen, damit wir ein bisschen Bevölkerungsdruck für hier unten bauen, aufbauen? Weil hier kaufen wir nachher wieder eine Stadt. Ich glaube, wir machen erst sicherheitshalber erst die hier oben, ne? Wir müssen sonst, haben wir noch einen Gouverneurstitel offen. Oder bekommen wir gleich einen dazu? Leider nicht. Kein Gouverneurstitel mehr offen. Nein. Das könnte knapp werden. Ich glaube, ich gehe mal auf Nummer sicher und baue erstmal hier oben. Im Chat sagt eine freundliche Stimme CWBC. Das mache ich gerne. Backe, bake my steak. Lieben Dank fürs erste Abo. Willkommen bei uns. Schöne Grüße. Danke, dass es dich hier aufschlägt. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von einem Bogenschützen abgeschossen werden. Dann gehen wir einmal an Land. Ah, hier ist gleich vorbei. Ne, vielleicht kommt man hier unten rum, mal schauen. Wir schwächen den Schwertkämpfer. Vielleicht kriegen wir den... das hin, dass wir mit dem Krieger gleich hier durchmarschieren können. Mit der Galeere sind wir schon... Oh, schaut mal unten in der Minimap. Die erste Weltumsegelung ist nicht kann durchaus gleich stattfinden hier. Kleiner Sicherheitsabstand zum Vulkan. 42, danke dir fürs 42, fürs vierte Abo, danke dir. Auch hier versuchen wir Richtung Osten zu kommen. Ja, eine Runde weiter. Der nächste Siedler. In 9 Runden mittlerweile. 4, 2. Ich habe ehrlich gesagt, die Stadtmauer ist so ein Unfug. Ich habe keinen Bock, die weiter zu bauen. Dann bauen wir lieber ein schnelles Monument oder einen Kornspeicher. Wir bauen mal ein Monument hier. Weil wir werden uns das erstmal nicht leisten können und dann gibt es wenigstens Wachstum. Und hier machen wir das auch. 20 Runden. Ja, wir schließen aber mit dem zweiten Bürger, bauen wir hier ein Sägewerk. So viele Monumente kann man gar nicht kaufen. Wir kaufen hier Siedler. Monument hier vorne. Handwerker ist okay. Bibliothek ist okay. Siedler ist okay. Hier im Norden Campus können wir auch durchziehen. Und eins, und hier links unten entstand eine Stadtmauer. Ja, okay. Wir sind ja direkt am Wasser, da können Schiffe kommen, aber ich ziehe auch hier das Monument mal vor. Damit wir ein bisschen in Kultur reinkommen. Zwei Kultur. Gibt ein Monument in einer Stadt mit kompletter Loyalität. Das könnten wir schon gut gebrauchen. Wir haben nicht, weiß Gott, nicht so viel hier. Eine Aktion noch hier.
Es kommt ein Sturm gerade vorbei, kann gleich sein, dass gleich Modernisierung repariert werden müssen. Hier ernähren sich Barbaren, Freundschaft abgelaufen, Freundschaft erneuert. Wir wollten irgendjemandem Wein verkaufen, ne? Das war das, worüber wir eben nachgedacht hatten. Wow! 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 12 Gold! Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendeiner uns mehr gibt, aber wir können das gerne einmal checken. Also das ist echt krass. Der berühmte englische Wein. Die ganze Welt kennt und schätzt ihn. Im Ernst, ich hatte euch eben gefragt, wie viel seid ihr bereit für Wein zu zahlen? Da sagten die Leute irgendwie was, ein Goldstück oder zahl mir Geld, dann saufe ich ihn, sonst nicht. Ihr wisst gar nicht, den guten Tropfen aus England zu würdigen. 12 Gold die Runde. Es könnte natürlich auch bedeuten, dass Genghis Khan vielleicht kein Weinkenner ist, oder? Was glaubt ihr? Genghis Khan ist bereit, 12 Gold jede Runde zu geben für leckeren englischen Wein. Glaubt ihr, dass er ein Gourmet ist oder ein Gourmand mit Mand am Ende? Also einer, der eher so ein Feinschmecker ist oder einer, der ein Vielschmecker ist, so könnte man es, glaube ich, sagen. Ist er ein Feinschmecker oder ein Vielschmecker? Ein Feinschmecker oder ein Grobschmecker? Wie schätzt ihr ihn ein? Er meint, er kauft Essig, meinte er als mehr. Eine Runde weiter hier. Ein Grobschmecker, meint Kronos. Er nimmt das zum Gurgeln, mutmaßt Maltana. Sir Flock, danke fürs dritte Abo an dich. Achtung, Schwertkämpfer greifen uns an. Überlebt. Wir sind alle Gesellen in einem Handwerk, in dem nie jemand Meister wird. So, ab jetzt geben unsere Minen. Drei haben wir, einen Produktionspunkt mehr. Wir könnten Schwertkämpfer überspringen und Landsknechte rekrutieren und Industriegebiete. Ja, das kriegen wir gleich geknackt hier. Wir heilen mal eine Runde aus. Wie geht's weiter? Ich würde gern zur Schiffswerft hin, aber das ist ein langer, langer Weg. Wir nehmen mal die Mathematik mit und gucken, wo es uns hinführt. Ein Handwerker. Eine Plantage wurde errichtet. Übers Wasser kommen wir Richtung Osten. Achtung, Vulkan ist auch da. Ach, ich nehme mal die Abkürzung. Wird schon gut gehen und wenn nicht, dann nicht. Da würde ich gerne ein Sägewerk draufsetzen. Da haben wir zwei Nahrung und gleich auch noch einen Produktionspunkt mehr. 2, 3 haben wir jetzt, glaube ich. 2 Nahrung, 3 Produktion und damit ist es auch das Feld, dass ich gerne vorrangig bewirtschaftet hätte. 3 Runde, nächste Bürger, so in 2. Okay. Noch ein Sägewerk hier schnell hin. Und eine Stadt wollten wir hier vorne gründen. Hier unten lang, bitte. Schauen, was wir im Osten finden. Versuchen, die Weltumsegelung hinzubekommen. Oh, Addis Abeba, unsere äthiopischen Freunde werden von der Natur gequält. Hilfsanforderung. Wir liegen immer noch auf dem ersten Platz. Wir sind die einzigen bereit gewesen, die bereit waren, Gilgamesch und seinen Sumerern Geld zu schenken. Könnt ihr euch daran erinnern an die großzügige Geld, das großzügige Geldgeschenk, als Queen Ellie und King WB gemeinsam die Privatschatulle geöffnet und ganz großzügig einen gewaltigen Goldschatz überreicht haben? Ihr wart dabei. Ja, es war ein Goldstück, aber es war was für ein Goldstück?
Es war ein großes und es kam von Herzen. Gaben, die von Herzen kommen, zählen immer ein bisschen mehr. Habe ich kürzlich auch erklärt. Ich habe ein neues Konto eröffnet, ein Sparkonto bei der Genossenschaftsbank bei mir um die Ecke. Bin hingegangen mit einem 2-Euro-Stück und habe gesagt, das kommt von Herzen. Und habe darauf bestanden, dass es mir als 2000 Euro eingetragen wird auf dem Sparkonto. Und es hat auch geklappt. Es hat funktioniert. Tipp von euch, wenn ihr selber mal ein Sparkonto aufgeben wollt, macht das unbedingt, macht sowas aus dem Herzen heraus und haltet nach Möglichkeit auch eine geladene Schusswaffe in der Hand. So wie ich. So, mit ihnen geht's Richtung Osten. Ich habe auch sofort eine Barabhebung übrigens durchgeführt. So, gleich haben wir die nächsten Städte. 263 Gold. Ja, läuft, 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 läuft. Alles okay. Ja. Und hier vorne ein Blick rein. Liebe Grüße an Landreiter. Danke fürs 32. Abonnement. Danke dir. Alles top. Eins weiter. Bananen an Bullhaven geben wegen Johannesburg. Was? Wie? Wo? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Katastrophaler Ausbruch hier vorne. Die Welt wackelt oder zumindest euer Bildschirm. North Bullman, guter Kommentar im Chat, spielt darauf an, dass wir den Sozerennen-Bonus haben, dass jede unserer Städte für jeden Typ von modernisierten Ressourcen einen Produktionspunkt bekommt. Also eine strategische Ressource, irgendeine modernisiert, bringt eine Produktion vor Ort. Die zweite strategische Ressource nicht extra. Aber eine weitere Bonus, eine weitere Luxusressource. Jeder Typ gibt plus eins. Und deshalb sollten wir das, meinst du? An welchem Ort hattest du das gedacht? In Bullhaven. Sollten wir hier vorne mal gucken. Ja, weil hier gibt es zweimal Plantagen, zweimal Bonusressource Banane. Sehr guter Hinweis. Dann gibt ein Zelt hier nachher einen extra Produktionspunkt. Der wird nicht hier in dem Feld angezeigt, aber der wird dazu addiert. Mhm. Sehr gut mitgedacht. Dann ein Handwerker hier vorne in Bullhammer. Wir haben ja eh schon Wohnraumprobleme. Sollen wir mal einen Siedler bauen hier? So viele können wir eh nicht kaufen. Einer wird gebaut, ne? Wir wollen endlich einen Campus bauen. Einen Siedler opfern wir. Einen Bevölkerungspunkt hier. Liebe Leute, die nächste Stadt entsteht. Es ist die 8. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 8. Stadt entsteht jetzt. Für die Damen und Herren, die Glücks gespielt haben, die dem beim Glücksspiel zu Streambeginn teilgenommen haben. Ein Moment entweder der Freude oder des Schreckens. Je nachdem, ob ihr klug gewettet habt oder doof wart. Ja, kann man nicht anders formulieren. Einmal eine Stadt gründen hier. Namensvorschläge. Leeds. Man könnte auch, um diejenigen zu trösten, die gerade Bullenkammer-Punkte verloren haben, der Stadt irgendeinen optimistischen Namen geben, wie zum Beispiel Verliert's wäre eine Möglichkeit. Das wäre gemeint, das machen wir nicht. Verlies. Nein, machen wir auch nicht. Portland. Das können wir machen. Einmal Portland hier. Und wir bauen hier ein Monument. Oh Gott, braucht das lange. Hier oder hier kommt ein Campus hin. Wir fangen mit dem Monument an. Wieder rüber. Mit dem Handwerker gehen wir mal kurz scouten.
Der wird im Norden, glaube ich, gebraucht, im Nordosten. Denn wir können im Augenblick auf Regenwald noch keine Sägewerke setzen. Hier unten gibt es auch nichts Spannendes zu machen. Der bewegt sich bitte Richtung rauf. Hier geht es am schnellsten. Ein weiteres Sägewerk für den dritten Bürger. Ein Bonusdorf aufgedeckt. Mal schauen, ob unser Späher sich das holt. Noch ein Bonusdorf. Cool. Jetzt müssen wir nur auf fette Belohnungen hoffen. Einmal feuerfrei. Auf den Speerkämpfer. Jetzt traut sich der angeschlagene Krieger auch über das Sumpffeld. Und das ist echt riskant. Ein Sumpffeld gibt einen Malus auf die Verteidigung. Hier rüber. In der Hoffnung, selber als Krieger, nicht als Schwertkämpfer, nicht als Landsknecht, obwohl wir den mittlerweile dorthin befördern und bewaffnen könnten. Als Steinzeitkrieger versucht er, die Barbaren zu demütigen und das Camp hier einzunehmen. Mal gucken, ob das klappt. Noch ein Stadtstaat. Nanmadol, nochmal Kultur. Unbekannter Spieler. Ich wette, gleich entdecken wir die letzte Zivilisation. Und das bedeutet auch nochmal Zeitalterpunkte. Wenn wir die letzte zu finden, die es im Spiel gibt, nochmal Zeitalterpunkte für uns. Hängende Gärten mittlerweile von jemand anders gebaut. Entschuldigung. Eine Runde weiter. Hier wollte ich eigentlich hin. Maus blieb kleben. Wir haben immer noch eine stolze Glaubensbilanz von plus minus null pro Runde. Immerhin keine Minusbilanz. Ja. Ein Zeitalterpunkt. Wenn ich meine Studie neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. Sprach Galileo Galilei. Jetzt unsere Schiffe schneller unterwegs. Ich glaube nur die Schiffe selber, nicht die gewasserten Einheiten, bin mir allerdings nicht ganz sicher. Wir könnten ein Diplomatenviertel bauen, Konsulat drauf errichten und das Feld von der Petra setzen, das einige von euch sehr lieb haben, aber für das wir gerade, glaube ich, keinen passenden Platz haben. Das ist ein Wüstenfeld, ja. Also wenn das jetzt ein Welthunger wäre, das nicht Wüste boostet, sondern Sumpf oder Schwemmland. Also wenn es nicht Petra wäre, sondern Gudrun zum Beispiel. Ja? Wüste, also Welthunger Gudrun plus zwei Nahrung, plus zwei Gold, plus eine Produktion auf jedes Schwemmlandfeld. Gudrun würde ich bauen, Petra nicht. Geht leider nicht. Frage an euch, wäre das eventuell eine Gelegenheit, Sid Meier anzuschreiben und ihm zu sagen, hey, willst du nicht mal den WB-DLC einführen? Extra für uns und einen nur im deutschen Sprachraum verfügbaren DLC einführen, das Gudrun-Weltwunder. Oder sollte es eventuell das Eleanore-Weltwunder sein? Sollte es eventuell auf den Namen hören, Bullenkranz-DLC? Was würde ein Bullenkranz-DLC alles beinhalten? Ein Welthunder Gudrun? Und sonst? Eine Flasche virtuellen edlen Essigwein aus England? Was wäre sonst drin enthalten? Ein vom Heiligen Bullen höchstpersönlich geheiligtes und gewidmetes Hexfeld? Und als letztes? Den Herrscher WB. Ein Schieberegler. Guter Kommentar. Ganz schnell, liebe Leute, Schieberegler-Emotes im Chat. Jetzt posten oder schweigen für immer. Ich möchte 100 Schieberegler-Emotes jetzt im Chat sehen. Damit, falls Sid Meier zuguckt, wir haben die wirklich, diese Emotes. Geht mal gucken. Damit er beeindruckt ist und uns einen Schieberegler bei SIF 7 spendiert, bitte. Schieberegler. Ich schließe daraus, dass für die Macht des Königs mit seinem Axiom der Göttlichkeit gilt, dass genau wie jeder Frevel an Gott als Danke. Blasphemie zu bezeichnen ist, auch jeder Zweifel am König derselben gleichkommt. Und jetzt holen wir uns die erste coole Regierungsform, die Monarchie. Den Rest ignorieren wir. Wie viele Zeitalterpunkte haben wir im Moment?
39, 23 Runden oder ein paar zerquetschte mehr bis zum Zeitalterwechsel. 68 brauchen wir. 29 fehlen uns noch. Coco Banana Man, danke fürs 23. Schiebereglergröße zurück, danke dir. So, einmal hier rein. 30 Gold, Ruhm und Ehre, 3 Zeitalterpunkte. Ein feindliches Barbarenlager unmittelbar neben einer unserer Städte wurde zerstört. 3 Zeitalterpunkte obendrauf. Jetzt fehlen uns nur noch 26. So schnell kann das gehen. Jetzt kommen nochmal welche dazu. Achtung, gleich fallen ein Wohnraum und eine Annehmlichkeit weg. In manchen unserer Städte. Ja, das ist nicht so schlimm. Also der Wohnraumpunkt vielleicht, die Annehmlichkeit nicht wirklich, weil wir haben keine Stadt, die durch das Wegfallen von einer Annehmlichkeit in der Zufriedenheitsstufe eine Runde runterrutschen würde. Haben wir nicht. Liebe Leute, bislang waren wir eine klassische Republik. Das hat im Bullenkranz-Scheusal... Habe ich gerade Bullenkranz-Scheusal gesagt? Habe ich gerade statt Blumenkranz-Scheusal Bullenkranz-Scheusal gesagt? Ist dein Name nicht noch cooler? Durch einen Fehler geboren? Wären nicht die schönsten Ideen oft durch Fehler geboren? Was würdet ihr von einem Bullenkranz-Scheusal halten? Was haltet ihr davon? Vielleicht ist das ja ein Ehrentitel. Vielleicht ist das ein Level-Up für einen... Oder vielleicht ist es, wenn wir Eleonore von Aquitanien und Bolonien als Gegner begegnen bei einer Partie. Vielleicht ist sie dann das Blumenkranz-Scheusal. Und wenn sie auf unserer Seite kämpft, ist sie vielleicht ein Bullenkranz-Scheusal, oder? Schon einmal den Namen für den nächsten DLC. So sehe ich das auch hier. So, wir geben uns ein Level ab. Es geht von der klassischen Republik einmal hoch auf die Monarchie und sie ist ab jetzt Monarchin. Eleonore, ein Wohnraum pro Stadtmauerstufe, ein bisschen diplomatische Gunst, aber erst viel später und viel mehr Einflusspunkte. 2 weitere Zeitalterpunkte. Stadtmauern schneller bauen. Kampfstärke gegen Barbaren. Haben wir denn Stadtmauern überhaupt im Bau irgendwo? Wir könnten sie jetzt in den Bau stellen, aber wir sind im Augenblick nicht akut bedroht. Wir warten damit noch ein bisschen ab. Wir sparen lieber Geld. Wir gehen rein mit Einheitenunterhalt um 1 Gold pro Runde und Einheit gesenkt. Und Kampf gegen Barbaren nehmen wir auch mit. So, okay. Schaut mal. Nickt ihr mir das so ab? Also wir brauchen demnächst auch mal für ein paar Runden die Karte Landvermessung, dass wir ein paar Geländefelder kaufen können, um Campusdistrikte zu platzieren oder Ressourcen anzuschließen und so weiter. Aber im Augenblick sammeln wir das Geld noch für Siedler. Aber so können wir es machen. Siedler gehen, wenn schneller produziert. Sind denn Handwerker noch im Bau bei uns? Oder sind die gar nicht im Bau gerade? 2 Siedler sind im Bau. Es ist kein Handwerker im Bau gerade. Wir könnten die Handwerker-Baukarte auch rausnehmen und stattdessen... Was ist denn die nächste Forschung? Feudalismus! Ja! Da ist die Karte. Eine unserer Lieblingskarten. Leibeigenschaft. Neu ausgebildete Handwerker bekommen 2 extra Aktionen. Das bedeutet, dass wir ab jetzt keine Handwerker mehr bauen. Doch, wir könnten die bauen. Hey, wir müssen nur aufpassen, dass die frühestens, dass die erst fertig werden, nachdem wir die Karte haben. Wir haben im Augenblick eine Karte, mit der man Handwerker schneller baut. 30% schneller. Die könnten wir benutzen, um die Handwerker anzubauen. Und bevor sie unmittelbar bevor die fertig sind, schieben wir die kurz aus der Bauschlange raus und beenden die dann mit dieser Karte. Ja, also wir nutzen die alte Karte, Schnellbau. Und kurz bevor fertig raus und mit der neuen Karte vollenden wir den Bau und dann bekommen die 2 Aktionen.
Und um das zu beschleunigen, bräuchten wir 6 Bauernhöfe. Wie viele haben wir denn? Einen, zwei, drei, vier. Vier. Zwei schnell bauen. Das sollte doch kein Problem sein. 2 Bauernhöfe irgendwo zu bauen, oder? Also, wo haben wir denn freie Handwerker? Hier, der kann hier oben 1 bauen. Wir brauchen sowieso, also hier noch einen Bauernhof mehr, gerne. Dann fehlt nur noch einer. Hier, da ist ein Handwerker, baut einen Bauernhof auf dem Mais, zack. Machen wir sofort jetzt, Achtung. Feudalismus, 12 Forschungsrunden, das verkürzen wir gleich auf 7. Wir ziehen mit dem Handwerker hier drauf. 5. Bauernhof. Und dann haben wir noch hier hinten einen. 6. Und? Inspiration. Feudalismus, Fortschritte. 6 Runden sogar nur. 6 Runden bis zum Feudalismus. Und jetzt nehmen wir die Politikkarte rein, mit der man Handwerker schneller baut. Topsai, vielen Dank fürs 5. Abo. Grüße an dich, Topsai. Danke dir. Valenox, vielen Dank fürs 14. Abo an dich, Valenox. Merci beaucoup. Das ist Englisch und heißt auf Deutsch sowas wie Thank you. Rekrutierung. Kampfstärke gegen Babsen. Siedlerkarte, Handwerkerkarte, Campusbezirkskarte, Einflusspunkte. Ja? Einmal bestätigen bitte. Limeskarte nicht. Die Limeskarte ist ja die Schnicker Lord Eon, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit der man Stadtmauern schneller baut. Wir haben uns ja gerade entschieden, dass wir Handwerker bauen wollen. Und wir können nicht gleichzeitig ein Gebäude bauen. Hier, wir können nicht gleichzeitig ein Gebäude bauen und eine Einheit in der Stadt. Es gibt Spiele, da geht das, aber hier halt nicht. Häfen. Das sind die Häfen. Viel zu spät. Endlich können wir Häfen setzen. Modernisiert 2 Meeresressourcen kriegen wir als Bonus auch hin. Das schaffen wir. Es sind aber auch nur 3 Runden. Das können wir schnell auch so machen. Jetzt packen wir Handwerker rein. Runden ist lange. Die würde ich woanders bauen und hier hinbringen. Hier auch. Hier schon eher. Aber das Monument brauchen wir für die Kultur. Da ist das Monument drin. Hier der Siedler. Wer ist der Siedler, dann der Handwerker? 6 Runden machen wir einmal so mit dem Anbau. Die Bibliothek ziehen wir durch, gibt 3 Forschungspunkte, dann der Handwerker. Einmal hier. Okay? Nächster Stadtbau. Siedler scoutet kurz das Gelände aus. Ja, kann man machen. Der Kollege rennt retour. Hier werden wir gleich Pferde setzen. Hier vorne Wein anschließen. Bonusdorf. Daumen drücken, dass wir nochmal fette Beute hier machen.